Oh, ich sehe dich. Ich sehe jedenfalls Aretium. Ach, du meinst mich? Hm? Ja. So, Peter hat Mwemba den Krieg erklärt. Bronze ist der Spiegel der Form. Wein Wem? ist der Spiegel der Seele. Ey, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ich glaube ihm hier, ne? Mwemba. Das Kongolon. Nee, das Kongolesische. Aha. Noch ein Stammesdorf, das ist ja nett. So, Rom kriegt jetzt erstmal in 3 Runden ein paar Stadtmauern. Wird ja mal Zeit. Ach, Stadtmauern werden überbewertet. Puh, du baust nicht zufällig das Orakel oder so? Nein, ich bin Krieg, ich kann gerade nichts. Muss mich gegen Leute wehren. Das ist der Ich wollte so wissen. Nicht jeder hat so einen Luxus wie du. Naja, ich bin Amerikaner, ich tu halt nur so. Bring doch mal den Chinesen Freiheit. Wieso soll ich den Chinesen Freiheit bringen? Damit sie mal ein paar Raketen von dir abkriegen oder so. Ach, diese Freiheit Es meinst du? steht im Übrigen So, im dass mir Chat das Leben gerade, an Land dass du dir mal widerspricht, das aber das Naturwunder Leben auf See genauer ist anschauen besser. solltest, damit du siehst, was für enorme Boni das bringt, wenn du dort siedelst. Ja, das glaube ich dir, aber weißt du, meine Stadt ist hier und das Naturwunder ist hier. Hast doch gerade noch eins entdeckt. Ja, ich habe. Nee, ich glaube ja nicht. Ich glaube, das war die letzte Runde, aber irgendwo, wo ist es denn? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Wo ist denn da? Also, es finde ich ein bisschen blöd zu übersehen. Jetzt finde ich es nämlich die Kacke nicht mehr. Ups. Keine Ahnung, das war irgendwo hier oben. Aber wo es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Musst doch wissen, wo du deine Naturwunder hast. Nee. Ich hatte vorhin eins, wo ist denn das Great Barrier Rift? Es war an so einer ganz merkwürdigen Stelle, wo. Da ist es. Gibt bestimmt doch Filter dafür. Bestimmt. Aber nicht, dass ich wüsste. Ertragssymbole kann ich einblenden. Und du könntest ja, wenn du sowas findest, dort eine Nadel hinsetzen. Ja, das könnte man machen. Das würde dann das Ganze vereinfachen. Da stimme ich dir ja recht. Da stimme ich dir ja recht. Da stimme ich dir ja zu. Warum kann der nicht feuern dorthin? Meine Güte. Schießt da nicht weit genug. Ja, irgendwie nicht.
ist kein Berg dazwischen. Oh, nächste Runde könnte es sein, dass er seine zweite Stadt verliert. Also, zumindest von den beiden Städten, die ich weiß. Vielleicht hat er ja noch irgendwo eine dritte. Ja gut, plus ein Kultur, plus ein Gold ist natürlich nett. Naja, jetzt wollen sich die Barbaren hier verpissen. Diese Feiglinge. China hat jetzt auch eine Religion, den Taoismus, denn sie haben jetzt gerade Stonehenge fertiggestellt. Schnell. Ich habe den Kampf gegen den seine zweite Stadt angefangen, als der Stonehenge begonnen hat. Ach, scheiße. Ach. Nein. Ich wollte eigentlich nicht angreifen, habe aus Versehen da einfach drauf geklickt. So, ohne nachzudenken. Das war richtig klasse. So. Wozu braucht man auch Einheiten? Vielen Dank für das Follow. Natürlich möchte ich die Stadt halten, die ich jetzt gerade abgenommen habe. Du besorgst dir die Städte ja auch immer auf kriegerische Weise. Ja, immer. Ich wäre auch angegriffen von denen, ne? Ja, ja, das würde ich auch behaupten, damit man dir das abnimmt. Aber du bist, wir wissen ja alle, du bist ein Kriegstreiber. Das haben wir ja letztes Spiel schon festgestellt. Vierfachen Glauben bekommst, wenn du an dem Pantanal baust. Vierfach? Das ist ordentlich. Ja. Das ist so viel wie zwei große Propheten, also wie diese zusammen. Karten von dem großen Propheten. Das ist ganz ordentlich. Ja, das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber das ist alles so weit von mir entfernt. Wenn er jetzt hier um die Ecke wäre, das wäre ja richtig toll, aber ist er ja nicht. Peter möchte offene Grenzen, nein, danke. Ja, ich habe auch schon irgendwelche offenen Grenzen abgelehnt. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. Das ist ein sehr, sehr weiser Spruch, das muss ich nochmal dazu sagen. Aber das kommt heutzutage in unserer Gesellschaft ein wenig zu gering. So. Was will ich denn? Ich glaube, ich belasse es immer nochmal so. Wie es mir Stress macht, das Spiel.
Vier Runden, das könnte was werden. Hier, Klopfer auf Holz. Aber ich weiß schon, zwei Runden bevor ich es fertig habe, bla bla bla, hat das Orakel fertiggestellt. So, ich bin aber noch mal ganz kurz weg. Ist Mathematik. Alles besteht aus Zahlen. Also nur mit der Facecam. So, ich hätte dann wieder Frieden mit den Chinesen. Hatte mir ein Angebot gemacht, was ganz gut klang. Wieso? Warum? Weshalb? Er möchte keinen Anspruch mehr auf die Stadt und bietet mir eine ganze Menge Geld. Der will nur für seine die Haut. 30 Runden. Ja, der will nur seine Haut retten. Ja. Ja, und ich habe jetzt die Chance, meine Leute endlich mal wieder zu regenerieren. Regenerieren. Bei mir ist das so Fire and Forget. Ich schicke eine Einheit los, meistens kommt sie nicht mehr wieder lebend zurück. Nö, wenn sie... Ich habe eine zum Beispiel dabei, die ist mittlerweile Level 3. Die möchte ich ungern verlieren. Mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein, während dein Pfeil sich seinem Ziel nähert. Sind das unterschiedliche Sprüche, die mittlerweile kommen? Weil ich erinnere mich an einen Spruch, da sagt er, ich schoss einen Pfeil irgendwo in die Luft und keine Ahnung, er kam nieder und ich weiß nicht wo oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang. Ach so, bei den Technologien kommt doch immer so ein Zitat. Was ich mich frage, ob es... Technologieabhängig? Ja, aber ich frage mich, ob es auch da unterschiedliche Sprüche gibt. Oh, gut, egal. Na, bitte. Warum auch immer. Charleston ist fertig. Wir haben hier keine Quest, also wo wird's wohl am besten was bringen? 4 Gold und Kultur oder 4 Gold und Produktion? Ich denke, ich nehme Produktion. Nahrung ist zwar auch immer ganz nett fürs Wachstum von irgendwelchen Städten, aber ich will nicht, dass Washington noch schneller, noch größer wird. Sonst haben wir da gleich die ganze Zeit Unruhen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir war letztens, aber da sind doch irgendwelche komischen Einheiten, Barbareneinheiten dann gespawnt, wenn die zu, oh, alles wartet auf mich, wenn die zu unfreundlich oder unglücklich werden. Ach,
du Heimatland. Jetzt kommt der Russe schon mit den Missionaren. Was den Käse angeht, waren die Dichter zu allen Zeiten sehr schweigsam. Ja, das stimmt. Warum gibt es so wenig Gedichte über Käse? Käse ist doch eine tolle Sache. Hast Ich da hab. was im Chat wieder stehen, was ganz interessant ist? Okay, werde ich mir merken. Vielen Dank für den Tipp. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt nicht hätte suchen wollen, aber das dauert einfach zu lange, wenn ich jetzt die ganze Karte hier suche. Warum auch Wenn immer. du es aufdeckst. Ja, das habe ich schon kapiert, aber jetzt. Es geht ja um jetzt. So, was kann denn die Petra? Also an den Pyramiden übrigens, wo ich gerade. Ja, ich glaube, ich baue mal die Petra. Obwohl ich eigentlich auch einen Siedler können wir uns gleich mal bauen, denke ich. So, hier können wir uns aussuchen, was wir bauen. Deswegen, ein Campus. Der Siedler kostet aber einfach zu viel, ne? 500 Gold, ja, es ist. Hier haben wir den nächsten gefunden. Yay, wir haben das Orakel fertig gekriegt. Das ist doch sehr schön. Was war das? Oh, einen großen Händler. Merkantilismus. So, was kann der denn? Das ist, glaube ich, der Grundstücke kaufen kann. Drei Stück sind das insgesamt. Zumindest war es das letzte Mal bei mir so. Grundstücke? Naja, Geländefelder. Umsonst. Das ist jetzt aber nicht so toll. Also drei Geländefelder kaufen. Umsonst? Ja. Deiner Wahl? Ja. Okay. Wieso? Was willst du haben? 40.000 oder was? Ja, 40.000 Gold wären super. Hallo, es ist umsonst. Mit der Zeit lernt man seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu Schenkengaul und bestimmen so, und nicht nach den Lichtern jedes vorbeifahrenden Schiffes. sollte man aber trotzdem tun, weil wer weiß, was man sich da in den Stall holt, ne? Noch eine große Persönlichkeit. Einen großen Propheten. Yay! So, den bringe ich in die heilige Stätte.
Ach nee, nicht in Charleston. Os seus melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um lugar onde pudessem crescer. No Brasil, por exemplo. What? Das sagst du mir, dass meine Architekten besser bei dir aufgehoben wären, also. So, das Geländefeld hätte ich gerne. Welches hätte ich denn noch? Hier, das Eisen finde ich gut. Ich habe schon 11 Touristen. Oh, Schriftsteller, Wissenschaftler. Ich nehme mal den Wissenschaftler rein. Den Wissenschaftsbonus. Und ansonsten, ja, Wohnraum. Pff, weiß gar nicht, ob das so sinnig ist. Ein Gold und ein Glauben ist auf jeden Fall beschissener als ein Wohnraum, glaube ich. Weil ein Gold, ein Glaube, braucht man nicht mehr. Der Bonus gilt ja auch nur in der Hauptstadt, insofern ist es auch wirklich nur ein Glaube und ein Gold. Was hatten die jetzt? Die haben doch alles. Die haben doch annehmlich. Die sind glücklich. Was denn los? Yay! Wir können endlich eine Religion wählen und wir können auch eine eigene machen. Ich mache natürlich eine eigene. Nehmen wir mal den... Das ist eigentlich scheißegal hier. Den Stier. Man kann es wieder löschen. Das ist doch mal ein Name mit lauter Zirkumflexen. So, und jetzt müssen wir uns mal wieder irgendwie ein bisschen schauen, was wir machen. Wohnraum ist natürlich toll. Ich finde Annehmlichkeiten finde ich sehr, sehr geil. Nochmal. Je glücklicher meine Bevölkerung, desto glücklicher ich natürlich. Was auch sonst. Jetzt haben wir hier auch noch eine ganze Menge auszuwählen. Gibt es nicht irgendwas Sinniges? Hier hätten wir einen Campus Handelsbezirke bringen, eine Wissenschaften Gold. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Drei Glauben, zwei Produktion. Habe ich hiermit am meisten, ne? Wenn ich ein Handelszentrum und einen Campus in der Stadt baue, habe ich definitiv plus 4. Also plus 2, plus 2. Bei den anderen... Ich nehme das mal. So, die Religion. Religion ist unnötig, haben wir gegründet. Ja, der kann erstmal in der Weltgeschichte. Upsala, der kann erstmal in meiner Weltgeschichte hier rumrennen. Ach, wir müssen eine neue Handelsstraße hier. 4 Gold, 3 Kultur.
Das bringt natürlich eine ganze Menge. Und wenn er sich schon neben uns stellt, dann können wir den auch mal schnell angreifen, finde ich. Ich finde es so cool, dass die ganzen Tiere überleben. Habe ich das schon mal gesagt? Nö. Welche Tiere? Ist egal. Wenn du irgendwelche Einheiten angreifst, die ein Tier dabei haben, das Tier überlebt. Finde ich super. Sehr rücksichtsvoll programmiert. Die armen Menschen dürfen sterben, ne? Ja, genau. Ist übrigens auch so bei berittenen Einheiten. Man killt die Reiter und die Pferde laufen weg. Der Herr hat uns alle aus Eisen gemacht. Dann führt er Hitze zu und schmiedet manche von uns zu Stahl. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. So, Campusbezirk Nachbarschaftsbonus. Weiß nicht, was der bringt, ob der viel bringt. Ich belasse es erstmal bei der Produktion, dann geht alles ein bisschen schneller bei mir zu bauen. Ach, einen großen Wissenschaftler kriegen wir auch. Dann kriegen wir jetzt zwei Heurekas und der Typ löst auch nochmal welche aus, ne? Der löst nochmal drei Heurekas aus. Das kommt auf den Wissenschaftler aus. An. Ja, der löst nochmal drei aus. Bam. Bam. Den könnten wir zum Schwertkämpfer, wisst ihr was? Kaufen. Handwerker. Du latsch mal zurück. Und du kannst auch mal zurücklatschen, dann können wir dich auch upgraden. Hatte ich hier oben nicht einen? Ist der schon gestorben? Deprimierend. Aber es sieht ganz gut aus. Ich habe hier wenig Barbarenstädte bei mir. Das Schöne ist, hier sind... hier steht noch einer. Könnte man mal ein bisschen weiter nach rechts ziehen, damit hier nicht irgendeine Kacke spawnt. Das muss ich jetzt gar nicht mehr einnehmen. Ah, was machen wir dann? Nehmen wir die Pferde hier oben. Ja, läuft super. Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Technologie plus gemacht gerade. Jetzt können wir zusehen, dass unsere Einheiten nicht mehr mit Keulen, sondern mit Schwertern rumlaufen. Aber mir fehlt echt... Ich brauche noch mehr Geld. Geld ist wichtig. So. Das Schöne ist, dieser ganze Glauben hinterher, den man hier zusammengesammelt hat, da haben wir letzte Woche schon den Tipp bekommen, es gibt eine Regierungsform, die nennt sich Theokratie und wenn man die hat, kann man Einheiten mit Glauben kaufen und das ist schon sehr nett. Das sollte man aber nicht zu viel betreiben, falls jemand dann auf die Idee kommt und ein Glaubenskrieg mit dir anfängt, brauchst du halt auch ein bisschen Glauben, um dann Apostel auszustampfen, mit denen du dann die gegnerischen Apostel bekämpfen kannst oder Missionare. Und das sieht auch recht cool aus. Also die Kämpfe finde ich sehr schön gemacht.
Vielen Dank für den Follow. So, hier seht ihr schon, unsere Petra entsteht. Auch sehr schön gemacht, dieses teilweise Aufbauen der Wunder. Und dass man auch sieht, und dass man sie auch selbst platzieren kann, finde ich auch sehr geil. Bei 5 war es halt so, man konnte die Wunder nicht, die wurden irgendwo in der Nähe der Stadt gebaut. Der Mensch leidet nur, weil er ernst nimmt, was die Götter zum Spaß erschufen. Naja, wenn es sie denn gibt. So, Schrift Heilige Stätten Nachbarschaftsbonus ist dasselbe wie mit dem Forschungscampusbonus. Lasse ich aber erstmal weg. Und das ist, glaube ich, völlig egal, was wir hier nehmen. Naja, wir sind in der dritten, im dritten Stadtstaat Surizän. Wir kriegen jetzt schon über die Stadtstaaten alleine schon eine ganze Menge Bonus. Das ist richtig gut. So, das Geländefeld haben wir uns jetzt auch geholt. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich als drittes irgendwie holen soll. Wir haben nichts, was wir, was Sinn machen würde. Könnten wir höchstens das hier oben machen. Welche Einheit ist, wenn die Bombarde oder Mörser wegfällt? Ich muss ehrlich sagen, ich kam bei meinen eigenen Spielen noch nicht drüber hinweg, über die Bombarde. Zu der Frage, die gerade im Chat stand. Mobile Infanterie. Hilft gegen alles. Ja, aber nicht, wenn du Verteidigung in der also, Stadt hast. Also, was ich persönlich... durch die Verteidigung durch. Ja, ja, ich weiß. Also, was ich persönlich stark finde, womit man eine ganze Menge reißen kann, sind Bomber. Also, wenn er es schafft, Flieger, also Flughäfen relativ schnell zu bauen... Sowohl spirituell als auch körperlich. Ja, ja. Also wenn er es schafft, Flughäfen relativ schnell zu bauen und dann könnt ihr mit Bombern wirklich, wirklich gut eine Stadt platt machen und dann relativ schnell einfallen. Also das geht gut. Ich habe mir überlegt, ich kaufe das hier noch. Ganz einfach aus dem Grund, nicht, dass der mit Kalkutta meint, hier noch weiter Einfluss zu bekommen. Das wollen wir ja nicht. Ach, haben die Schlacht, diese Schlachtkriegsschiffe standardmäßig 3 Reichweite? Wer hat wie, was, wo? Steht im Chat. Ja, Schlachtschiffe sind auch nett. Kann man vom Wasser aus her gut bombardieren. Also alles, was im Endeffekt bombardieren kann, das ist es. So, die Petra ist endlich fertig. Das ist die Petra. Das ist das Orakel von Delphi, oder? Oder nur das Orakel, das große Orakel. Das Orakel von Delphi ist eigentlich irgendwo was gewesen. Das war eine Felsspalte mit Schwefeldämpfen. Das sieht nicht danach aus. So. Sicher, dass du gerade vom selben sprichst. Ja, ich frage mich auch, ob das dasselbe ist. Das ist halt so die Frage. So, wir können uns, unsere Stadt ist endlich groß genug, wir können einen dritten Bezirk bauen. Und
Ich habe schon drei Annehmlichkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen Unterhaltungskomplex bauen sollte oder ob ich nicht lieber noch einen Campus baue, einfach wegen der Forschung. Könnten natürlich auch schnell einen Schrein und einen Tempel bauen. Na, komm, wir bauen erst den Campus. Das Problem ist, ich habe hier überhaupt keinen Bonus. Das bringt überhaupt. Ja. Nee. Ist doof. Habe ich auch keinen Bonus. Lager gibt eh keinen Bonus. Theaterplatz gibt Kultur, hätte ich hier Lager Bonus. aber Beispiel ist ganz gut in Kriegsfällen, weil du nämlich dort auch eine Einheit rauslassen kannst. Ja, ich werde aber nicht unbedingt versuchen, ja, vielleicht Als ob noch einen man sich kleinen da so Krieg. groß wehren kann. Plötzlich hat man eine Kriegserklärung an der Backe. Ja, ich bin ein bisschen unsicher. Egal, ich baue erstmal einen Bogenschützen. Kann nie schaden. Und auch hier einen Bogenschützen. So, das sind die Handwerker und da wollte ich. Also, ich brauche eh noch einen. Ja, guten Morgen. Ja, wir können mal wieder einen Gesandten schicken. Wenn ich jetzt irgendwo sehen könnte, wie viel Gesandte irgendwer irgendwo hingeschickt hat. Siehst du, anhand der Zahl, die da oben steht, ist da, diese kleine Zahl rechts oben, sagt dir an, wie viel du brauchst, um dort souverän zu werden. Ja, ich bin überall souverän. So ist das jetzt nicht. Ja, dann musst du neue entdecken. Da fehlt zum Beispiel noch Tschadstadt, da wo ich souverän bin. Ja, da werde ich ja nicht so schnell souverän. Nee, nicht wirklich. Da sind Deswegen mittlerweile 7 Gesandte drin. ich versuche einfach mal die zu behalten, die ich hier habe. Kannst du ja noch nach oben bringen. Ich meine, du hast nicht den höchsten Bonus bei allen. Das stimmt. Also ich finde es persönlich, finde ich das alles hier sehr, sehr geil animiert. Animiert, kann man das so nennen? Wenn ich jetzt weiß, worauf du hinaus möchtest, dann kannst du das so nennen, ja. Ja, es ist halt sehr süß gemacht hier, ne? Mit diesen ganzen, dass man halt alles Mögliche sieht, den Universitätsdistrikt oder den Handelsdistrikt und solche Sachen. Dass man halt die Stadt halt wirklich größer ausbaut und es nicht nur ein Fleck ist. Ja, ich finde den Bad-Trick ständig wieder sehr schön, weil sich das Aquädukt immer genau zum Fluss dreht. Ich mag das. Peter möchte irgendeine Sache haben. Der möchte 70 Gold und gibt mir offene Grenzen für Quecksilber 30 Runden. Eher andersrum, oder? Er Wieso? gibt dir die 70 Gold und du sollst ihm Quecksilber geben. Ja. Weil du es gerade andersrum gesagt hattest.
Nee, dann Vorschlag abnehmen. Irgendwie ablehnen. Irgendwie will ich das nicht. Was möchte er? Sie möchte mir auch Quecksilber abnehmen. Aber nur für 54. Vielleicht bieten sie mir noch mehr. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Hattest du den Chinesen eigentlich schon getroffen? Nee, wo du sagst, ich alle anderen, bis auf Deshalb. den Chinesen. 2, 4, 6, 7 Leute sind, weil es gibt ja nur 8, also ist der Chinese der letzte, der mir fehlt. Deshalb, weil normalerweise schickt der immer gleich was, sobald du ein Weltwunder besser als Opulenz. Fertig hast. So, ganz viel fertig geworden hier. Ja, so langsam. Okay, wir haben ganz viele Stadtstartquests. Lass mich da einmal schnell durchgucken. Einen Armbrustschützen ausbilden. Eingebung für das göttliche Recht auslösen. Und einen großen Admiral rekrutieren. Ja, das können wir noch nicht. Da habe ich ja auch noch welche rumstehen. Große Persönlichkeit, wieder einen großen Händler. Was ist denn los hier? Wir können uns ja richtig stark ausbreiten. Da warte ich, glaube ich, bis ich meinen Siedler fertig habe. Und dann baue ich gleich die Verbindung zu meiner neuen Stadt. So, hier können wir uns die Pferde unter den Nagel reißen und dann müsste der auch weg sein, oder? Jo. Hier in Washington fehlt anscheinend Wohnraum. Ja, wir sind bei 9 von 10. Ich brauche unbedingt Wohnraum. Und wir könnten mal meine Religion verbreiten in meinen Städten. Das wäre auch so eine Sache. Das habe ich auch völlig außen vor gelassen. Muss immer an 20.000 Sachen denken hier bei dem Spiel. Oh, wer... mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Ja, aber du musst es ja nicht alles gleichzeitig denken. Alter, du wirst jetzt nicht da siedeln, mein Freund. Ja, wenn er das tut, ist seine Stadt gut. Aber sofort. Ja, so wollte ich das, die Eskorte mit dem Siedler bilden. Und dann, ich denke, der nächste sinnige Platz wäre irgendwo hier. Am besten hier, damit wir gleich die Bronzeressource kriegen.
Obwohl, was bringt mir diese Oase? Bringt die irgendwas? 3 Nahrung, 1 Gold. Wir könnten die auch eigentlich direkt hier neben bauen dann. Ja, die können wir gleich so dahin schicken. Hier haben wir unseren Streitwagen fertiggestellt. Der kommt erstmal an eine Grenze. Ich denke, ich werde ein Industriegebiet bauen. Ganz einfach aus dem Grund, Produktion geht dadurch noch schneller. Ich weiß nicht, nee, im Moment brauchen wir es nicht. So, hier kriegen wir ein bisschen Bonus. Ich denke, wir bauen das einfach hier hin. Ja, und Charleston ist auch gewachsen, da können wir jetzt auch ein zweites hinbauen und da bauen wir... ein weiteres Handelszentrum und wie ihr seht, hier haben wir schon einen +3 Goldbonus. Okay, wenn ihr das seht, was ich sehe, das bedeutet Krieg. Vorhin sagte noch einer, du willst gar nicht so auf Krieg aus. Ich frage mich, wer das war. Jetzt müssen wir leider 10 Runden warten. Ja. Beträchtlich viele Leute bei mir. So war das doch, ne? 10 Runden warten, bis, oder 10 Runden lang, oder denunzieren, 10 Runden warten und dann hat man einen Casus Belli, ne? Das waren keine 10 Runden. Baut er da einfach ganz dreist eine Stadt. Und wir kriegen gleich auch sofort wieder einen neuen großen Wissenschaftler. Und du bist asynchron. Ja, ich hatte mich schon gewundert. Naja, ich nutze mal ganz kurz die Zeit, in der er lädt. Ich bin sofort wieder da. Oho. Der Russe ist freundlich zu mir.
einen nennen es Magie, die anderen Maschinenbau. Oh, ich bin wieder da. So, hier wollte ich einen Hafen bauen. Hey, gewährt 50 Glauben. Der Glaube, Nachbarschaftsbonus dieser heiligen Städtebezirks, gewährt zudem Wissenschaft. Also muss ich ihn da einziehen, oder wie? Ist ja nett. Meine heilige Städte gibt mir Wissenschaft, finde ich gut. Widerspricht sich zwar so ein bisschen. Gibt doch Religionen, die nicht der Wissenschaft abgeneigt sind. Gibt's die? Was wird denn das hier, Toronto? Wie soll ich denn da jemals hinkommen? Jetzt haben sie mir netterweise Platz gemacht. Das ist doch wirklich nett von ihnen. Aber was mich wirklich irritiert, ist, dass die bei diesen Siedlerspiel, aber dass die bei Civilization es nicht hinkriegen, diesen Desynchronisations-Error da rauszukriegen. So, mein Freund. Jetzt geht's Bansan Sundi auf den Kopf. Ja, hier kann ich ihn benutzen. Und jetzt gibt's zusätzlich zu zwei Glauben gibt es zwei Wissenschaft. Das ist doch nett. Ich denke, wir sind auch noch gut dabei, ne? Wissenschaftssieg, ihr führt. Kultursieg, ihr führt. Herrschaftssieg, ist egal. Religionssieg, ist mir egal. Hauptsache, ich bin super kulturell und super wissenschaftlich. Und was mir einfällt, ich habe immer noch nicht meine Religion verbreitet. Das ist gut. So, jetzt bin ich wieder da. Wuhu! Oh, jetzt baut er da schon Schleuderschützen, damit er sich verteidigen kann. Er weiß schon, was auf ihn zukommt. Er weiß es schon. Ja, du hast es ihm ja auch angedroht, also... Ja, sie verdienen es auch. Ich meine, das ist doch schon dreist, oder? Ist doch schon dreist, so ein bisschen. So, ich weiß gar nicht. Baut, heißt das, der kann noch zwei bauen? Dann könnte ich ja auch die Fische hier, glaube ich, nehmen. Schon mal. Und auf dem Weg den Reis, das wäre auch noch eine gute Idee. Ich hoffe, der rennt jetzt nicht direkt zu den Fischen. So, Missionar kann ich noch nicht so viele Einheiten an der Position... Ach so, wegen... Weil der denselben Platz einnimmt wie der, okay. Da
dann machen wir das so. Tschüss, Leute. Stadt. So. Dann. Kaufen wir uns einen Missionar, weil wir es können. Bauen da schnell mal ein Aquädukt. Obwohl da Stadtmauern jetzt nicht unbedingt nötig gewesen wären. Ja, und dann bereuen, wenn doch mal irgendeiner ankommt. So, lass uns doch mal ganz kurz gucken. Ich kann im Moment nur einen Überraschungskrieg starten. Müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Sekunden warten. Oh, wir haben noch eine ganze Menge Luxusgüter. Was ich mich jetzt frage, ist, ob doppelte Luxusgüter auch doppelt irgendwie was bringen. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. So, was haben wir denn dazu gekriegt? Jede Stadt erhält plus 1 Kultur für jeden Spezialbezirk, den sie aufgebaut hat. Plus 1 Produktion oder plus, also das gibt definitiv schon mal mehr insgesamt an Ressourcen. Das würde ja 2 bis 3 geben, das gibt nur einen. Ich probiere es einfach mal. So, und hier wollte ich mir erstmal das Kupfer unter den Nagel reißen und dann brauchen wir natürlich auch einen Handwerker. Oh, ach, der macht jetzt was anderes. B, was? Ich hätte mir vielleicht vorher mal durchlesen sollen, was der macht. Also der Händler, man kann auch mit den Händlern was anderes machen. Natürlich. Da gibt es verschiedene Händler. Es tut von allen großen Persönlichkeiten verschiedene geben. Die machen viele was anderes. Ja, gut. Mein großer Prophet vielleicht. Zum Beispiel, der macht auch nicht, dass ich 3 Heurekas kriege. Mein großer Wissenschaftler. So, ich bin gespannt, wann ich denen den Krieg erklären kann. Na, klicken doch mal an. Hast du denn schon den Casus B? Nee, habe ich nicht. Jedenfalls eben hatte ich nicht.
Was war das? Es zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit zufrieden zu geben, den die Natur der Dinge zulässt. Ja, da haben wir das Bildungswesen erforscht. Hier bei den Burgen haben wir noch in Eureka. Das machen wir noch schnell.